Die Unterrichtseinheit ist so gegliedert, dass ich zunächst den Compiler, den Begriff des Compilers, genauer erklären werde. Was ist ein Compiler? Aus welchen Bestandteilen setzt er sich zusammen und wie funktioniert er? Syntaxdiagramme beschreiben die Syntax einer Programmiersprache. Was es damit genau auf sich hat, wird dann im zweiten Teil dieser Unterrichtseinheit erläutert. Syntaxdiagramme sind grafische Notationen zur Beschreibung der Syntax einer Programmiersprache. Textuelle Notationen sind die BNF und die EBNF, die danach vorgestellt werden. Die Unterrichtseinheit schließt mit einer kurzen Zusammenfassung.